Christus, Licht der Welt. Christus, Licht der Welt. Christus, Licht der Welt. Der Herr ist wahrhaftig auferstanden. Halleluja! Liebe Gemeinde, ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserem Videogottesdienst am Ostersonntag 2020. Ostersonntag, der schönste aller Sonntage. Jesus ist auferstanden, Jesus hat die Macht des Todes überwunden. Der Tod hat nicht das letzte Wort, etwas ganz Neues beginnt. Wir empfinden nun alles Lebendige als eine Einheit, die mit uns verbunden ist. Wir sind Verbündete gegen den Tod. Wir werden vom Geist der Versöhnung ergriffen und sind verwandelt. Dieser Geist ist ein Aufstand gegen die Entzweiung des Lebens mit sich selbst. Ein Aufstand mitten in diesem Leben. Gott selbst ermutigt uns dazu, lasst euch versöhnen. Wir wollen gemeinsam beten. Christus, groß ist das Geheimnis deines Lebens. Du wurdest verspottet unter den Leuten und siehe, du vergibst. Du wurdest gebeugt unter Schmerzen und siehe, du schweigst. Du wurdest einsam in deiner Hoffnung und siehe, du glaubst. Du wurdest verdammt zum Schweigen und siehe, du sprichst. Du wurdest gefangen in deinem Grab und siehe, du bist frei. Du wurdest gebettet bei den Toten und siehe, du lebst. Groß ist das Geheimnis deines Lebens. Wir danken dir und dem Vater und dem Heiligen Geist, jetzt immer und auf allen unseren Wegen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Hört das Osterevangelium aus dem 28. Kapitel des Matthäus-Evangeliums. Als der Sabbat vorüber war, ging Maria Magdalena und die andere Maria früh morgens hinaus an das Grab. Es war Sonntag, der erste Tag der neuen Woche, und der Morgen begann gerade erst zu dämmern. Plötzlich fing die Erde an zu beben. Ein Engel des Herrn war vom Himmel herabgekommen, hatte den Stein vor dem Grab beiseite gewälzt und sich darauf gesetzt. Er leuchtete hell wie ein Blitz und sein Gewand war weiß wie Schnee. Die Wachposten stürzten vor Schreck zu Boden und blieben wie tot liegen.
Der Engel wandte sich an die Frauen. Fürchtet euch nicht. Ich weiß, dass ihr Jesus sucht, den Gekreuzigten. Er ist nicht hier. Er ist auferstanden, wie er es vorausgesagt hat. Kommt her und seht an die Stelle, wo er gelegen hat. Dann beeilt euch, geht zu seinen Jüngern und sagt ihnen, dass Jesus von den Toten auferstanden ist. Er wird euch nach Galiläa vorausgehen und dort werdet ihr ihn sehen. Diese Botschaft soll ich euch ausrichten. Erschrocken liefen die Frauen vom Grab weg. Gleichzeitig erfüllte sie unbeschreibliche Freude. Sie wollten sofort den Jüngern alles berichten, was sie erlebt hatten. Sie waren noch nicht weit gekommen, als Jesus plötzlich vor ihnen steht. Seid gegrüßt, sagte er. Da fielen sie vor ihm nieder und umklammerten seine Füße. Jesus beruhigte sie. Fürchtet euch nicht. Geht, sagt meinen Brüdern, sie sollen nach Galiläa kommen. Dort werden sie mich sehen. Hört die zweite Lesung aus dem 1. Korintherbrief, dem 15. Kapitel. Wenn der Glaube an Christus uns nur für dieses Leben Hoffnung gibt, wären wir die bedauernswertesten unter allen Menschen. Tatsächlich aber ist Christus als Erster von den Toten auferstanden. So können wir sicher sein, dass auch die übrigen Toten auferweckt werden. Der Tod ist durch die Schuld eines Menschen in die Welt gekommen. Ebenso kommt auch durch einen einzigen die Auferstehung. Wir alle müssen sterben, weil wir Nachkommen von Adam sind. Ebenso werden wir alle zu neuem Leben auferweckt werden, weil wir mit Christus verbunden sind. Die Auferstehung geht in einer bestimmten Reihenfolge vor sich. Als Erster ist Christus auferstanden. Wenn er kommt, werden alle auferstehen, die zu ihm gehören. Danach kommt das Ende. Christus wird alles vernichten, was Gewalt und Macht für sich beansprucht, und wird Gott, seinem Vater, die Herrschaft über diese Welt übergeben. Nach Gottes Plan wird Christus so lange herrschen, bis er alle Feinde unterworfen hat. Als letzten Feind unterwirft er den Tod, denn es heißt in der Heiligen Schrift, alles hat Gott ihm zu Füßen gelegt. Wenn aber Christus zuletzt alles unterworfen ist, dann wird er als der Sohn Gottes sich seinem Vater unterordnen, dem diesen Sieg geschenkt hat. So wird Gott der Herr sein, über alle und in allem. Amen. Wir wollen gemeinsam Fürbitte halten. Gott, wir bitten dich, wälze alle Steine auch von unseren Herzen fort. Lass dein Licht hineinfallen in unsere Seelen, damit wir Leben finden, wo das wirkliche Leben ist, damit wir hoffen lernen, wo wirklich Hoffnung ist. Der österliche Friede Gottes, der auch am Kreuz und im Tod nicht endet, der halte unsere Hoffnung wach und unsere Herzen weit. Wir beten zu dir, wie du uns gelehrt hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Geht hin im Frieden des Herrn. Gott segne dich und behüte dich. Gott lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Gott erhebe sein Angesicht auf zu dir und schenke dir Frieden.
Frieden. Amen. Frohe Ostern.